Wie wäre es, wenn ich dir sage, du gibst zu viel Geld aus, lässt zu viel Chemie an deine Zähne und produzierst einfach zu viel Plastikmüll? Wie wäre es, wenn ich dir eine Alternative zeige? Nimm dir einfach ein paar Minuten und wir gehen jetzt in meine Küche. Es geht um die Alternative zur Zahnpasta. Hast du schon mal was von der Do-it-yourself-Zahnpasta gehört? Das ist halt eine coole Alternative, weil es ist halt unheimlich viel Chemie da drin. Und wenn du sagst, du möchtest einfach mal was ausprobieren, was ändern, gerade in Richtung Mikroplastik, dann gibt es natürlich die Alternative aus dem Biomarkt, aber ganz ehrlich, ich mag die halt nicht. Und deswegen habe ich einfach für mich entschieden, ich mache das immer so ein bisschen phasenweise, dass ich halt sage, ich mache mir meine Zahnpasta selber. Weil am Ende des Tages, es geht nicht darum, dass du Karies vermeidest, weil du die geilste Zahnpasta benutzt. Nein, es geht darum, dass du eine gute Zahnbürste hast, irgendwas, mit dem du putzt, aber natürlich auch auf deine Ernährung achtest. Das heißt, Thema Zucker, versteckter Zucker. Aber wir wollen jetzt einfach mal die Zahnpasta machen. Was brauchen wir dazu? Ich liebe dazu das Kokosöl. Welche Produkte, welche Firma, völlig egal. Kauf aber bitte natives, hochwertiges Kokosöl. Und das ist letztendlich die Trägersubstanz. Und wir schälen jetzt einfach hier mal so ein bisschen runter. Ich bin auch beim Kochen eher so ein bisschen der Mensch, der das Pi mal Auge macht. Und genauso machen wir das hier jetzt auch. Wir nehmen einfach Kokosöl. Das ist ja bei Zimmertemperatur ein bisschen flüssig. Du kannst, um dem Ganzen einfach einen guten Geschmack zu nehmen, habe ich hier jetzt Pfefferminzöl. Du kannst aber Olivenöl nehmen. Du kannst aber natürlich auch Orangenöl nehmen, egal was du an Geschmacksrichtungen einfach nehmen möchtest. Ich nehme jetzt hier einfach mal 5 Tropfen. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Es sieht auf jeden Fall lustig aus und du musst einfach ein bisschen experimentierfreudig sein. Das ist ganz klar. Aber der entscheidende Punkt, das riecht schon gut. Kannst du dich noch an Bioleck erinnern? Das ist Xylit, ja. Mit Xylit gibst du dem Ganzen einfach einen guten Geschmack, aber die Geheimwaffe dahinter ist einfach, Xylit verhindert Karies. Wir nehmen hier jetzt einfach einen Esslöffel, geben das hier drauf und um dem Ganzen noch entzündungshemmende Parameter zu geben, Kurkuma nehme ich auch standardmäßig bei mir in der Küche, gibt dem Ganzen auch einen interessanten gelbe Farbe. Schwupp. So, Pi mal Daumen. So, und jetzt verrührst du das einfach. Also, letztendlich ist es ja so, ich gebe ja gerne zu, meistens ist man ja zu faul, sowas selber herzustellen. Ja, das ist richtig, richtig gelb. Aber wie gesagt, es ist eine gute Alternative, weil viele fragen mich immer, was sagt denn die Zahnärztin? Sind solche Produkte einfach irgendwie auch vielleicht schädlich für meine Zähne? Nein, sind sie nicht. Und schau, jetzt ist es letztendlich einfach schon fertig. Das ist jetzt die Zahnpasta, die du auch gerne so ein bisschen mal in den Kühlschrank stellen kannst. Und das hält jetzt für die nächsten Wochen. Und das wird halt auch nicht schlecht. Da sind keine Konservierungsstoffe drin. Und wenn du mehr über diese Nachhaltigkeit einfach wissen möchtest, dann ist es einfach so, verlinke ich dir hier als erstes einfach mal ein Produkt, Zahnseide aus Seide, und zwar in einem kleinen Glaskörper. Das ist auch etwas, wo du extrem viel Plastik vermeiden kannst. Und letztendlich musst du nur an zwei Sachen dabei denken, wenn du so eine Art von Zahnpasta benutzt. Die Zahnbürstenborsten werden verdammt gelb. Nein, deine Zähne bleiben nicht für immer gelb. Du musst es gut runterputzen, weil schau, wenn du Kurkuma, das ist diese gelbe Farbe, wenn du da essen gehst und da ist Kurkuma drin, werden deine Zähne ja auch nicht gelb bleiben. Ja, also von daher, das ist eine der häufigsten Fragen. Und nein, Kokosöl macht deine Zähne nicht weißer. Das funktioniert nicht. Aber es ist halt wirklich ein angenehmer Geschmack für eine Zahncreme. Tja, und ich würde jetzt sagen, schreib mir einfach mal, ob du sowas schon mal ausprobiert hast, ob du sagst, nee, will ich nichts von wissen, oder ob du dem ganzen Thema einfach offen gegenüber bist, dass du so ein bisschen Zero Waste im Badezimmer einfach ausprobierst. Ja, und ansonsten, wenn du wissen willst, warum Xylit die Geheimwaffe gegen Karies ist, verlinke ich dir hier unten unbedingt dieses Video anschauen, wo ich dir drin erkläre, warum Xylit
für deine Zähne so extrem wertvoll sind. Daraus kann man zum Beispiel auch wunderbar Bonbons für Kinder machen gegen Karies. Ciao, bis zum nächsten Video.